Einen wunderschönen guten Morgen. Heute machen wir Toast vom Blech. Ihr benötigt 70 Milliliter Milch. Habe ich eine normale. 1,5. Dann benötigt ihr 4 Eier. 2 Teelöffel Backpulver von diesem hier. Dann 250 Gramm Quark. 20% Fett. Dann Mandelmehl, 50 Gramm und 10 Gramm von diesem Kleie. Und 1,5 Teelöffel Salz kommt noch dazu. So, das Ganze verrühre ich eben mit meiner Küchenmaschine von Bosch. Und dann geht's weiter. So, jetzt habe ich mir ein Blech hergestellt, ein älteres, das war schon hier mit in der Küche drin. Dann Backpapier und dann, es ist ziemlich flüssig, nicht wundern, ist aber so. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. So, ich mal nochmal verrühren. Und dann hier rein. Also sehr, sehr flüssig. Backofen vorheizen auf 180 Grad. Das habe ich euch nämlich vergessen zu sagen. Das habe ich auch mittendrin jetzt gemacht. So. Und dann kommt jetzt das Ganze bei 180 Grad, wie gesagt, und 25 Minuten. Ein bisschen verstreichen. Die Art des Blech ist leider nicht so groß, aber das reicht. Für uns reicht es. Und dann auf die zweite Schiene. Ich habe jetzt mit Umluft gemacht. Also der Backofen ist automatisch mit Umluft. So, in die zweite Schiene. Und dann stelle ich mir meinen Wecker, weil der Ofen hat keinen Wecker. Auf 25 Minuten. Schwuppdiwupp. Und dann sehen wir uns in 25 Minuten. So, jetzt ist es fertig. Ich habe das jetzt abkühlen lassen. Am besten tut es hier lüften und dann ist es abgekühlt. Oder ihr tut es schnell in Kühlschrank für, weiß ich nicht, 15 Minuten und dann ist es auch abgekühlt. So, und jetzt tun wir das Schneiden. Und mein Mann eiert hier im Hintergrund rum. So. Moment, das ist einfach hier. So, und dann könnt ihr so wie Kuchenstücke abschneiden, entweder kleiner oder größer. Ich mache das halt immer ungefähr nach Gefühl. Und dann könnt ihr das belegen mit Frischkäse oder ja, was ihr so gerne mögt zum Frühstück. So. Und das sieht aus so wie Kuchen. Mein Mann sagt immer Kuchen dazu. Das ist kein Kuchen, das ist so ein Toast. So, dann nehmt ihr euch ein Tellerchen. So, ein Tellerchen. Und dann tut ihr das einfach hier. Und so schaut es dann aus. Schön flach. Das ist die Vorderseite, das ist die Rückseite. Und das könnt ihr dann hier auf dem Teller drauf machen. Es sollten 16 Stück rauskommen. Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na egal. Es kommt ja auch drauf an, wie ihr das schneidet. Das riecht voll lecker. So. Tada. Und so schaut es dann aus. So. Schön weich, fluffig. Lasst es euch schmecken. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Viel Spaß beim Nachmachen. Das Rezept tue ich euch nochmal in die Infobox reinschreiben. Und Moment, ich muss mal gucken. Und die Kalorien. Genau.